So, liebe Freunde, es gibt wieder das Wort zum Montag, also was mich diese Woche beschäftigt hat oder was nächste Woche kommt. Ja, gestern habe ich wieder so ein Erlebnis gehabt, normal vergiss ich es immer, aber heute möchte ich es erzählen. Und zwar, ich fahre ja um 21 Uhr in die Arbeit am Abend. Und die Autofahrer fahren durchschnittlich auf der Freilandstraße 60 bis 80 km/h. Weil sie haben ja Zeit, sie sind ja daheim, sie können ja nicht arbeiten. Dass irgendjemand anderer vielleicht doch in die Arbeit fahren möchte, an das denkt keiner. Bitte, wenn ihr Zeit habt, denkt dran, ich muss halt in die Arbeit fahren und bin dann 60er drüber, schaue ich halt bis nach Bad Hall. Dankeschön. Ja, was hat mich nur beschäftigt diese Woche? Natürlich die Reduktion von dem Urteil von 7 auf 4 Jahre. Ich weiß nicht, ob der Richter für die Öffentlichkeit was Gutes getan hat. Ich glaube eher, dass das sehr viele negative Folgen haben wird. Schade eigentlich. Gut, kann man nichts ändern. Als nächster haben wir heute, jeden Sonntag, sind wir zum 10. Mal unsere Brückenrunde gegangen. Heute waren wir schon 9 Leute. Also, echt super. Dann sind wir zum Semmer auf einen Salat gegangen. Tolle Sache, gute Sache. Und die Motivhelga hat mir eine Torte gebracht, Wäschpäs gebracht, weil ich bald Geburtstag habe. Apropos Geburtstag. Am Dienstag habe ich Geburtstag. Bitte vergesst nicht auf meine Spendenaktion fürs Kumpelgut. Findet ihr auf meiner Seite. Bitte spendet die 8 Euro und machen wir wirklich was Gutes. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Ich habe nur bis am Freitag Dienst und dann habe ich wieder 6 Tage frei. Das gefällt mir schon. Einen Buben habe ich am Wochenende und schauen wir mal. Und was ich noch nicht vergessen wollte, am 5. und 6. Juni gehe ich wieder ein paar Meter, Kilometer Jakobsweg und das wisst ihr, auf Facebook habe ich Seiten mit meinem Jakobsweg an, mache ein paar Videos und Fotos, schicke ich jeden Tag, wie es mir geht. Gell? Ja, wünsche euch ein schönes Wochenende, Restwochenende und einen guten Start in die neue Woche, euer Glitzi.